Willkommen zurück bei Schatten des Krieges. Wir sind jetzt drauf und dran, diese Bastion hier einzunehmen. Wir können jetzt noch unten Belagerungsverbesserungen machen. Ich weiß jetzt nicht. Ah, hier. Die angreifende Armee erhält Verstärkung von einer Gruppe explosiver Sprengmeister, die die Festungstore angreifen. So, wir können noch einen mitnehmen. Neben dem Bruce. Wir nehmen einen da. Einen krassen, ne? Einen richtig, richtig krassen. Skoth, der Kriegsbringer. Ach, das ist doch der, der so gut hochgelevelt ist, ne? Der am Anfang auch das Duell gewonnen hat und sowas. Und der ist jetzt auf dem Karagor. Das war der aber, glaube ich, vorher noch nicht. Der Bade. Der geht schon krass ab. Aber ich glaube, der hier war das doch mit dem Gift, ne? Der uns auch dann immer... Ich glaube, hier den... Den können wir mal ganz gut mitnehmen. Der ist nämlich echt ein cooler Typ. So, und jetzt können wir hier noch so Kram dazu. Da haben wir halt noch Unterstützung von anderen Orks. Aber dafür muss man dann Mirian ausgeben. Ich meine, das ist jetzt nicht so teuer und ich habe davon auch echt viel. Aber das kriegen wir auch ohne die hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann wollen wir das Ganze mal starten. Der hat doch einen auf dem Rücken. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass er da zwei Köpfe hat. Meine schwarze Sprache ist eingerostet. Eigentlich kenne ich kein einziges Wort. Ist eine Scheißsprache. Aber wenn ich raten müsste, sagte er, ihr werdet alle sterben, qualvoll. Gefällt mir. Ich übernehme den Oberherrn. Konzentriert euch auf die Schildträger. Sehr konzentriert euch. Das war eben teilweise schon echt krass verpixelt, wo man da die ganze Armee auch gesehen hat. Aber es ist mega geil in Szene gesetzt, das müssen wir schon sagen. So, jetzt müssen wir hier die einzelnen Punkte in der Festung erobern. Nein, Atalion, scheiße. Ey, der soll nicht da runter. Ach, ich will doch nur da... Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Oh, leckt mich, ey. Ach komm, das wird sogar schon erobert durch unsere Leute. Ich glaube, weil der Widerstand hier unglaublich gering ist, dadurch, dass wir schon die beiden Hauptmänner da, die beiden Häuptlinge weggeholt haben. Ach, der Bruce, der ist hier und unser einer Typ auch. Geil, cool. Jetzt lass mich mal gerade in Ruhe, ich will hier den verdammten Punkt einnehmen. Bam, Torhaus. Dieses Park hat schickes Zeug. Vielleicht suche ich mir ein Schwert aus. Ich könnte es als Zahn. Dass er uns auch mit dem Rücken zugedreht mit uns redet, weißt du? So. Der Bruce ist einfach gut drauf. So, weiter. Kommt, Leute. Steht mir noch nicht so blöd im Weg rum hier. Wir müssen zu Punkt B. Wir haben noch keine Zeit. Unsere Armee ist aber auch schon hier fleißig unterwegs. Hier sind viele blaue. Muss man schon sagen. Aber das ist jetzt natürlich auch wahrscheinlich ziemlich einfach. Ist ja noch so die erste Festung, die wir jetzt hier einnehmen.
Zack, da haben wir's, der Hof. So, dringe in den Wehrturm ein. Dieses Festungen erobernes Spitze. Sobald dir eine gehört, brauchst du einen neuen Oberherrn. Ich stehe zur Verfügung. Na, ist da jemand etwa geil auf Macht? Bruce. Ist beinahe unbegrenzt. Okay, Bruce ist also echt der richtig krasse Typ hier. So, und jetzt? Der Tod des Oberherrn ist eine Nachricht an den Rest der Region. Diese Nachricht kommt von mir. Okay, jetzt müssen wir alleine gegen den Oberherrn kämpfen. Bin ich ja mal gespannt. Diese Feste gehört nun dem hellen Herrscher! In diesem Ding versteht man ja kein Wort! Was? Redback! Ich wusste doch, die Stimme kommt mir bekannt vor. Redback? Es gibt so viel zu erzählen. Womit soll ich nur anfangen? Wie wär's mit deinem Tod? Was? Du meinst die Sache mit dem Hammer? Das hat nur ein bisschen gekitzelt. Wer einen Uruk töten will, muss ihm den Kopf abschlagen. Klappt wirklich jedes Mal. Naja, zumindest meistens. Was weiß ich, ich war mir da nie ganz sicher. Oh, ich bin ziemlich sicher, es klappt immer. Ich werd's dir demonstrieren. Bruce. Willkommen. Der Mensch ist ein Freund. Der Urlaub, nicht wirklich. Pass auf, dass er nichts anstellt wie, naja, mich töten. Wie bist du hier gelandet? Ich wurde von diesen Sklaventreibern gefangen genommen. Naja, nicht nur Sklaventreiber, zwei Kannibalen, ein Nekromant, feine Kerle. Sie fingen diesen Oleg. Oh, ihm ging es echt dreckig. Wir waren Zellengenossen, bis ich uns befreit habe. Der Oleg rennt raus, Arme fliegen durch die Luft. Und seitdem sind wir die besten Freunde. Muranam Kirindu Rachanuk. Oh, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Ich wollte Ihnen von der Festung erzählen. Danke. Ist eine lange Geschichte. Waldläufer tötet Oberherrn, Festung gehört uns. Waldläufer? Oh, ja, hab ihn nach dir benannt. Welche Ehre. Na, es war nett, mit euch zu plaudern. Doch der helle Herrscher und ich wollten euch nur sagen, dass die Festung jetzt uns gehört. Heller Herrscher? Tja, du kannst sie haben, heller Herrscher. Ich und Waldläufer sind durch mit dem Oberherrn-Ding. Die reinste Qual. Muss deine Gefolgsmänner immer füttern, muss deine Gefolgsmänner immer trainieren, aufpassen, dass sie dich nicht töten. Na, ist doch nichts als Ärger. Du musst dich nicht länger plagen, denn jetzt bin ich Oberherr. Nein, nein, nicht du. Alle, nur nicht du. Was immer du brauchst, Waldläufer, ich und Waldläufer sind für dich da. Moment, Waldläufer, etwas verwirrend. Aber eins ist sicher, Bruce wird nicht der Oberherr. Superkin. Für die zwei arbeite ich auf keinen Fall, so viel steht fest. Das ist uns nur recht, wir können gerade auch keine Schwachköpfe gebrauchen. Ignoriere diese brabbelnden Narren. Sie könnten uns nützen, doch wir müssen unseren Oberherrn mit Bedacht auswählen. Ganz deiner Meinung. Aber ich bin ein mächtiger, gewiefter... Was? Freund dieses Orlogs. Das gibt es doch gar nicht. Redback ist hier und... es ist wieder eine Story, ne? Hat er da einen kennengelernt und jetzt hat er hier den Oberherrenjob gemacht. Wir kämpften und litten. Und doch leben wir. Es gibt eine neue Macht in Mordor. Euch! In den kommenden Tagen schlagen wir weitere Schlachten, erobern andere Festungen. Aber ab heute gehört Mordor euch. Mordor gehört dem hellen Herrscher! Ja, krass, wir haben nur einen erobert. Der Kampf gegen den Oberherrn war jetzt natürlich nicht unbedingt der schwierigste. Okay, jetzt müssen wir einen Oberherrn auswählen.
Er hier ist halt mega praktisch eigentlich, wenn er dabei ist. Er hier fuckt voll ab, wenn er dabei ist. Oh, nee, das ist nicht der. Wer war denn das mit dem Gift? Der hier war das mit dem Griff. Griecher. Okay, der ist halt auch nur giftig. Ich würde eigentlich ihn ganz gern zum Oberherrn machen, weil er es irgendwie verdient hat. Der ist von Anfang an dabei. Man entwickelt echt so eine kleine Beziehung zu denen, ne? Auf jeden Fall ist er von Anfang an dabei und der hat sich von Level 11 richtig krass hochgekämpft. Der ist echt ein guter Kerl. Ja komm, hat er verdient einfach. Hat er verdient. So, Es ist natürlich die Frage, ob er überhaupt gut ist dafür, ne? Ob er auch wirklich viel aushilft und so. Aushilft, der kriegt einen Aushilfsjob. Aushält natürlich. Aber, ja, ich glaube, ja, komm, befördern wir ihn. Bruce konnten wir jetzt nicht nehmen, das ist halt wegen der Story so. Jetzt haben wir in Mordor Fuß gefasst. Wir sollten unsere Abwehr stärken, bevor Sauron sich zurückholt, was er verloren hat. Es gilt noch viele Festen zu erobern. Und den Palantir in Minas Morgul. Wir müssen unsere nächsten Schritte mit Bedacht wählen. Das ist schon echt ziemlich geil, jetzt so eine eigene Festung zu haben, Mann. So, was haben wir hier? Eroberung. Ich guck erstmal gerade. Wow, Stufe 71. Ey, krass. Hier haben wir noch ein Artefakt, ja, und da können wir ja auch jederzeit hin, hier oben zu Nihilin. Armee. Mal gucken, wer jetzt hier. Okay. Können wir denn das nicht ändern irgendwie? Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass die beiden da sind. Ist irgendwie automatisch so gekommen. Was ist denn, wenn wir befehligen machen? Positionswechsel, aha. Na, der Bade, ach, ich weiß nicht. Wir lassen es erstmal auf jeden Fall so. So, Aufträge. Das war schon echt cool. Und dass der Redback wieder da ist, das ist unglaublich. Redback war auch im ersten Teil so ein super cooler Charakter. Den liebt man einfach, weil man ihn hasst. So, als nächstes machen wir hier, denke ich, Eroberung. Ja, komm. Machen wir das jetzt einfach direkt. Will schon passen. Die Festung Sharkburs in Norn ist jetzt dein. Dies war allerdings nur die erste Schlacht oder der erste Schritt, wie man es sehen mag, die im Krieg um Mordor ausgetragen wurde. Du wirst noch viele weitere Festungen erobern müssen. Ja, machen wir das doch einfach. Eine Sache hätte ich fast vergessen, dir zu sagen. Du hast jetzt meine Festung, aber irgendwann wird die angegriffen. Aber wem sage ich das? Du hast sie ja selbst schon mal angegriffen. Hast du übrigens gut gemacht. Aber die Defensive ist nicht deine einzige Option. Du hast Späher, die feindliche Festungen ausspionieren können, um deine eigenen Angriffe vorzubereiten. Wie sagt man so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Und sorg dich nicht, wenn dir mal die Orks ausgehen. Solltest du neue Rekruten brauchen, rede einfach mit diesem Trottel namens Kopfjäger. Er besorgt dir welche. Oh, Schrak! Ich habe Waldläufer gar nicht gefüttert, bevor ich ging. Der wird übel drauf sein, ich muss sofort zurück. Ich komme, Waldläufer! Das ist halt so geil, dass er seinen Olog Waldläufer genannt hat, Mann. Das ist so krass. Ja, okay, hier bekommen wir nochmal erklärt, dass wir es jetzt online machen können. Und er hat uns auch gesagt, dass wir in dem Shop einfach mal nachschauen sollen, wo ich da in dem Markt, wo ich eben mal war. Wegen neuen Orks, ja. Online-Eroberung, Eroberung der Festung, ja, nee. Das muss echt nicht sein. Erstmal hier den ganzen Kram auf jeden Fall fertig machen, die Story. Jede Verfestung verfügt zwar über ein Übungsgelände, aber es gibt keinen besseren Platz für Orks, ihr Kampfgeschick zu verfeinern, als die Kampfgruben. Okay, das müssen wir wahrscheinlich machen, ne? Das müssen wir machen. Okay, direkt marken und einmal Schnellreise. Dass er Waldläufer heißt, das ist halt so krass. Dass er einfach Waldläufer heißt. Die Kampfgruben sind der perfekte Ort, um die Stärke unserer Orks zu prüfen. Stimmt. Hoffentlich kriegen wir einen Platz. Ach ja, hoffentlich kriegen wir einen Platz in der Kampfgrube. So.
Nee, gar nicht lange mit denen da aufhalten. Wir haben hier schon so viel klar gemacht. So. Niemand weiß mehr über die Kampfgruben als Bruce. Okay. Also die können da irgendwie leveln oder so. Weißt du, hier werden nicht nur Ohrköpfe abgeschlagen, obwohl ich das wirklich gar nicht genug empfehlen kann. Nein, in den Kampfgruben stellst du auch deine Gefolgsleute auf die Probe und beobachtest, was sie mit anderen Typen anstellen. Hier gibt's ständig starke Orks zum Kämpfen und wenn deiner überlebt, macht ihn die Erfahrung noch stärker. Wenn er abkratzt, ja, dann hat der andere einfach mehr drauf, also wäre das ein potenzieller neuer Rekrut. Und egal wie der Kampf ausgeht, deine Jungs werden das Blutbad lieben. Nichts verleiht mehr Kampfgeist als ein paar Gefallene. Okay, jetzt kämpfen die wieder einfach so gegeneinander. Einer von uns, zufällig ausgewählt anscheinend, gegen einen unbekannten Hauptmann. Und entweder unserer stirbt, dann hat das an sich so nicht anders verdient. Und der Sieger, der ist dann ein potenzieller neuer Rekrut, weil er ja besser war als unserer. Okay, ja. Der hat den jetzt zweimal getroffen und der ist halt schon hinüber. Ja. Gut, der Ghoul-Freund war das. Okay, der ist auch 19 und der ist 4. Ja. Hat das nicht Spaß gemacht? Grog getrunken, laut gelacht, Blut vergossen und Grog getrunken. Die Kampfgrube ist unvergleichlich. Ja, war mega geil, Bruce. Echt richtig Hammer. So, jetzt wird hier einfach nochmal erklärt, dass wir da dann das jetzt mit den Kampfgruben machen können, wo unsere Orks dann ein bisschen gegen andere Orks fighten und wir vielleicht so stärkere Orks finden. Neues Gebiet freigeschaltet. Neues Gebiet. Oh, jetzt geht's los hier. Krass. Okay. Seregost ist Stufe 193. Und Gorgoroth ist halt erstmal ziemlich krass, wie das aussieht. Und zweitens Stufe 256. Was haben wir denn hier? Kanans Fluch. Ah, da müssen wir bestimmt gegen den Balrog dann irgendwie ran. Was haben wir hier? Sirith und Gol noch. Ja gut, da könnten wir eigentlich echt mal ein bisschen erobern, ne? Das ist ja relativ gut machbar. Und sonst hier oben noch Quest. Verbündete. Viele Gondoraner starben. Viele Gondoraner starben beim Fall von Minas Ithil. Doch manche wurden von Saurons Heer gefangen genommen. Okay. Wir müssen das jetzt auswählen. Wir müssen einen Ort auswählen. Dann gehen wir hier direkt hier hin. Komm. Das scheint unserem Level doch angemessen. So, Herausforderungen. Nun, da du durch Mordor reisen kannst, hast du auch Herausforderungen freigeschaltet. Schließe Herausforderungen ab, um deine Fähigkeiten zu verbessern und Belohnungen zu verdienen. Deine Herausforderungen kannst du dir im Auftragsmenü ansehen. Ach, hier hinten. Tagesherausforderungen. Ach, davon habe ich eben welche. Stimmt, da habe ich einmal das hier bekommen. Und einmal das hier. Ach, krass. Jetzt kann ich hier auch sehen hier. Was muss man hier machen? Abgeschlossen. Ach so. Ach so. Ach nee, das sind die Herausforderungen von den... Ach, das sind die Herausforderungen von den Gegenständen, glaube ich. Dann hier diese Tagesherausforderungen. Und dann gibt's da Juwelen und... Oi, dieses Gold hier. Ah, krass. Da gibt's direkt 500 und dafür muss man einen Oberherrn klar machen. Ja, gut. So, und in den Grubenkämpfen kann man auch übrigens seine eigenen Orks antreten lassen gegeneinander. Um da auszumachen, wer der Boss ist. Was hatten wir hier? Wir brauchen nicht mehr deine gesamte Macht. Das ist eigentlich schon echt super, super gut. Und das habe ich immer noch nicht gemacht. Ne? Das, ja. Auf jeden Fall nehmen wir das mal mit. Obwohl das natürlich blöd ist, weil ich eigentlich ganz gerne alles erstmal einmal machen würde. Aber so viel ist es ja eigentlich. Ja, den mächtigen Schuss haben wir natürlich auch noch.
Okay, dafür brauchen wir aber auch volle Macht. Ich würde auf jeden Fall erstmal das hier mitnehmen, dass Fähigkeiten, die das verbrauchen, nicht mehr komplett verbrauchen. So, das ist doch cool. Okay. Da unten haben wir direkt einen Wurm. Diese Feste birgt viele Magiekundige. Gutes. Lecker. Was, echt jetzt? Du bist keine Bedrohung. Du bist ein leckerer Happen. Ich wollte nur zum Wurm. Ein ganzes Mal, aber interessanter kleiner Bissen. Eine Delikatesse. Ja, hallo, der Herr. Arsaku. Beschusssicher. Jetzt sind durch Herumgehüpfe, ja, nicht so geil. Brecher. Feuerherr. Aha, erhöht den Feuerschaden, den er selbst und seine Verbündeten anrichten. Ja, krass, und Schwächen sehen wir halt nichts. Der sieht aber übel aus. Och nö. Ich wollte doch nur den Wurm. So, kommen wir hier rüber, Leute. Na, ja, der kriegt nicht so viel Schaden durch Feuer, ne? Dachte ich mir schon. Vor allem können wir ihn halt auch nicht übernehmen, weil er auf Level 23 ist, Mann. Es sind durch. Oh nein. Scheiße, stimmt ja. Jetzt rastet er erstmal richtig aus. Ja, ich glaube, wir haben ihn. Da hinten mit dem Alarm. Oh, wir haben aber noch einen dazugeholt, glaube ich. Fuck. Jo, zwei von den Typen und Leuchtfeuer. Jetzt geht's aber ab. Scheiße, das gefällt mir gar nicht, Mann. Boah. Beschusssicher, stimmt. Nein. Dein Leben vorbei. Ich spiele mit dessen. Halt still, du merkiger Schwein. Mein Mahnsturm. Den hat der Tag gespürt. Oh, verdammte Kacke, Mann. Was habe ich mir hier angetan? Ich will ihn doch nur aufzehren, Mann. Oh. Oh, diese blöden Speerwerfer, ne, da kriege ich echt zu viel. Wow, 1000, echt? Okay, Elbenwut. Vielleicht ist das jetzt die Rettung. Ey, zwei Orlocks und der? Ist das eigentlich echt wahr? Er zündet euch herumgehüpft. Oh, ne, komm. Ah, der hat seinen eigenen Orlock da in Brand gesteckt. So, Leute, jetzt ist Party angesagt. Oh, beschusssicher. Ja, nice. Das ist natürlich richtig geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das da nicht geht. Ich hätte jetzt gedacht, dass der irgendwie dann in den Nahkampf geht, der blöde Killebrimbor, ey. Ach, verdammte Scheiße, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein. Fuck, ich muss hier mal gerade weg. Ich habe eine Ratte aufgezehrt, geil. Das hat auch schon relativ viel Leben gebracht. Das hat er verdient.
Haha, hat er den in Brand gesetzt. Geil. So, komm her, Junge. So. Jetzt hör mal auf, hier so rum... Ach, der ist ja beschusssicher. Jetzt ist er wieder erzürnt. Mann, was ist das für ein mieser Hund, ey? Wenn ich bedenke, dass ich den nur beschämen kann und dann irgendwann wieder gegen kämpfen muss, da kriege ich jetzt schon Herpes. So, jetzt ist er wieder ruhig. Oh, jetzt ist er wieder entzündet, ey. Nee, Alter, echt, komm. Geh mir echt nicht auf die Eier hier. Das ist mir so zuwider jetzt mit dem. Aber gut zu wissen, was es hier erwartet, so. In dem neuen Gebiet. Junge, 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 ey, krasser Scheiß. Komm, geh mal hier hoch, Talion, und beweg dich mal ein bisschen flotter. Wie er wieder da die ganze Zeit gegen die Kante rollt, wie so der letzte Spast. Ey. Meint er das eigentlich ernst hier? Wie weit ist denn der Kack? Talion, ey, weißt du, der kann überall hochrennen. Überall. Und dann rennt er da immer an den kleinsten Kanten irgendwo gegen. Ach krass, man muss hier hoch, da hätte ich das mal gewusst. So, jetzt holen wir uns erstmal den Turm hier. Eieiei. Aber ist cool in dem Schnee, ne? Ist ganz cool. Dann gucken wir mal gerade, was wir hier denn jetzt alles so reißen können. Ja, müssen wir ein Minispiel machen, ne? Vergesse ich jedes Mal. So. Ifildin. Artefakt. Ifildin. Hier ist auch eine Menge hier in der Ecke. Artefakt, so. Next. Krankrasse Erinnerung. Ach, die gibt es ja auch noch. Stimmt, davon habe ich schon lange keine mehr gesehen. Beziehungsweise mitgenommen. Da ist nur noch Hügelgrab, Hügelgrab, Hügelgrab. Da hinten. Okay. So, dann haben wir den jetzt. Dann gucken wir doch mal auf der Map, was hier so los ist. Aha, aha. Ich glaube, hier da hinten waren wir eben, ne? Ja, ja, da war. Wir waren einfach hier hinten in so einer Festung. Wenn das nicht sogar die Festung war. Also die eine fette Festung. Ich glaube schon. Okay. Dann ist es ja noch ein Wunder, dass ich nicht gestorben bin. Hier müssen wir dann. Finde heraus, wie es Idril und Baranor ging. Ach, die beiden aus Minas Ithil noch. Der. Baranor war irgendwie die Stadtwache oder sowas, ein Hauptmann. Und die Idril, die Tochter von dem Verräter. Der miese Sack, der doof, ey, echt, der war wirklich richtig blöd. Naja, würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall demnächst, in der nächsten Folge sehr wahrscheinlich dann darunter. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und haut rein.